Jo, ho, ho, guten Morgen, guten Abend. Was wir auch haben, wenn ihr das hier seht, jetzt haben wir es gerade mal Abend. Ich mache mal Abend wieder ein kleines Video. Ja, ich bringe mich ja immer wieder für soziale Aspekte ein, auch für sozialen Verstand und für soziale Bildung immer wieder. Weil die ganzen Probleme, die wir haben, aus den Asozialen, aus der Wurzel eskalieren und auch eben immer wieder asoziales rechtes Verhalten in die Gesellschaft reintragen und bis nach oben hin. Ja, bis man die Blätter bekämpfen kann, die dann eben die Auswirkungen haben von Gewalt, Krieg, Hass, Neid, Gier. Ja, ich finde nur eben, es fängt unten schon an. Ja, wir müssen unten begreifen, dass wir soziale Richtlinien haben, dass wir menschliche und soziale Werte haben, dass wir respektvoll miteinander umgehen müssen, ja, eben auch die Gesetze beinhalten müssen und die Kultur hier in Deutschland, eben auch die Würde der anderen Menschen und auch Tiere, ja, ich sag's ganz bewusst, Tiere zu respektieren. Ja, es geht nicht an, dass man, ich bin zum Beispiel auch kein Hundefreund oder kein Katzenfreund. Ja, ich bin nicht so der Haustier-Typ. Ja, ich habe nicht so Haustiere. Muss ich auch nicht haben, will ich auch nicht unbedingt haben. Aber deswegen muss man Tiere nicht misshandeln. Ja, man muss Tiere nicht quälen oder misshandeln, auch keine Menschen. Darum sage ich ganz bewusst eben auch Tiere, weil es immer wieder vorkommt, dass eben irgendwelche Idioten, perversen Spinner sich an Tiere vergreifen, die massakrieren oder sogar aufs Übelste schänden, was eben nicht geht, ja. Deshalb rede ich ja auch von Verstand immer wieder. Ich rede von sozialen Aspekten, sozialen Verstand, soziale Bildung und ich finde das auch wichtig in dieser Zeit. In einer Zeit, wo wir im 21. Jahrhundert leben, wo die Technik immer weiter vorangeht, wo wir, ja, über die Grenzen unserer Galaxie hinaus wachsen. Ja, wo wir langsam starten, ein Bewusstsein zu kriegen, dass wir nur ein Sandkorn sind in der Unendlichkeit. Und wir sitzen hier auf unseren Sandkorn und haben nichts Besseres zu tun, als uns blind übereinander zu stellen, blinde Parolen immer noch zu geben, blindes Massenstreben immer noch zu verfolgen und nicht kapieren, dass wir zusammen als soziale, gebildete und ja, respektvolle Menschen eben respektvoll miteinander umgehen müssen, sozial miteinander umgehen müssen und dieses Soziale und Menschliche auch weiter hochhalten müssen und weiterhin Wege verfolgen müssen, auch von diesem Planeten Erde, ja, diesem Sandkorn in der Unendlichkeit wegzukommen, weil es wird in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden, Millionen, ne, von Jahren Ereignisse immer wieder stattfinden, die man nicht alle berechnen kann, nicht alle voraussehen kann. Man kann gewisse Sachen berechnen, gewisse Sachen werden in sich Tausende von Jahren ereignen, einige Sachen werden sich in Millionen von Jahren ereignen. Das mag jetzt alles noch lange hin irgendwo klingen. Ja, aber es kann auch schon sein, dass in den nächsten 100 Jahren irgendwas Gravierendes passiert, was unseren Planeten beeinflusst. Ja, der Mensch wiegt sich auch zu sicher an seiner arroganten Art und Weise. Dabei ist er nur immer noch auf diesen Sandkorn gefangen, in der unendlichen Weite, und hat es noch nicht geschafft, diesen Ursprung der menschlichen Zivilisation, diesen Sandkorn zu verlassen. Ja, und es ist nun mal gegeben, dass das Leben sich erweitern will, erstrecken will. Das ist auch eben für den Mensch eine Verantwortung, für unser Bewusstsein, für unseren Verstand und für unsere geistige Bildung. Es ist auch eine Herausforderung. Und das Leben heißt eben auch Herausforderung. Das Leben heißt eben auch, sich Hürden zu stellen, sich dann auch mal wieder fließen zu lassen und den Weg zu kommen mit dem geringsten Widerstand, der nach vorne geht. Ja, aber stattdessen, wie gesagt, hat der Mensch das Problem, dass er
blind gegeneinander kämpft, sich blind für Materielles übereinander stellt, für Geld, für Macht, für Gier, von oben herabtretet, und damit kommen wir überhaupt nicht weiter, damit bleiben wir an einer Position stehen. Es geht mit der Bildung nicht weiter, es geht mit dem Verstand nicht weiter und es geht auch mit der Zivilisation nicht weiter. Es geht auch nicht weiter damit, dass wir uns erweitern können und weiter wegkommen von unserem Zentrum, Blickpunkt der Erde, sondern dass wir ja stehen bleiben in diesem Sandkorn. Ja, und dann werden wir auf diesem Sandkorn auch irgendwann vergehen. Und das war's dann mit der Zivilisation Mensch. Und mir ist das ein Dorn im Auge, weil ich sage, der Mensch kann durchaus eben mehr Bewusstsein erreichen, mehr Verstand erreichen, mehr auch mit seinem Verstand und mit seiner Bewusstseinsebene gestalten, schaffen. Ja, wir könnten schon längst Wege finden von diesem Planeten weg, aus unserer Galaxie raus zu anderen Galaxien und auch Bevölkerung, Terraforming etc. Das sind ja alles keine einfachen Hirngespinste, sondern das wäre möglich. Ja, es kommt nur darauf an, wie man die Aspekte sieht, ja, und wie man die angeht. Ja, es ist heute vieles möglich mit Biotope etc. Ja, dass man lebensfähige Räume auch im Universum schaffen kann, auch auf fremden Planeten. Ich bin davon überzeugt, dass das auch in den nächsten Jahrtausenden ein Anspruch sein wird an die Menschheit, sich von der Erde zu entfernen. Und es wird, da braucht man auch kein Prophet sein oder sowas, weil es gibt heftige Resultate im Universum, die auf unsere Galaxie und auch auf unseren Planeten Einfluss nehmen werden, die man schon klar berechnen kann. Davon aber ab gibt es ganz viele Bereiche, ja, auch unendliche Bereiche, die man nicht berechnen kann. Ja, und wir wissen nicht, was passiert. Das heißt, es könnte morgen schon Licht ausgehen und das mit der Erde hat sich erledigt. Deshalb finde ich es immer wichtig, eben auch wieder anzusprechen, die Bildung auch zu bereichern und den Verstand zu bereichern, eben im sozialen und menschlichen Bereich, dass wir uns eben als eine menschliche Rasse auch verstehen, eben auch als eine Spezies, die ja einen Punkt erreicht hat im Leben, wo es um Verantwortung geht, wo es auch Verantwortung geht, nicht nur für Menschlichkeit, sondern für das gesamte Leben, für die Vielfalt im Leben und diese auch zu schützen, zu wahren und darüber hinaus auch wieder zu verbreiten. Da rede ich eben davon, eben auch, dass es möglich ist, auf anderen Planeten die Lebensvielfalt zu kolonisieren und ja, zu verbreiten. Eben auch mit technischer Hilfe, auch mit biologischer Hilfe, die wir in unserem Wissensbereich und in unserem Verstand eben nicht nur einfach nutzen können, sondern auch erweitern können. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Es geht um Menschlichkeit und die müssen wir wieder erreichen hier. Frieden, Respekt untereinander, Soziales und Menschlichkeit eben.